Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe diesmal gestochen scharf aus hier. Fragt nicht nach Sonnenschein. Unser nächstes Fahrzeug steht vor der Tür. Wir fahren es wie immer waschen, schauen uns dann gemeinsam an, was wir damit vorhaben. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Los geht's. They left the whole crowd sleeping, and that's why you really gon' need me. Y'all better pay for the CD. Y'all better pay to come see me. They left the whole crowd sleeping, and that's why you really gon' need me. Y'all better pay for the CD. Y'all better pay to come see me. They left the whole crowd sleeping, and that's when you really gon' need me. Mercedes 560 SEC, sehr schickes Fahrzeug, wurde jetzt schon einmal von mir gewaschen und der Innenraum auch komplett fertig gemacht, sprich das Leder nochmal gereinigt und eingepflegt. Bis hierhin ist alles soweit klar. Was haben wir jetzt mit dem Fahrzeug vor? Ich würde sagen, wir schwingen uns mal direkt ran, gucken uns den Gesamteindruck an. Hier seht ihr schon, dieses Fahrzeug steht nahezu perfekt da. Woran liegt das? Der wurde einmal komplett nachlackiert und restauriert. Wenn wir aber direkt in den Lack reinschauen, sehen wir schon mehrere Sachen, die nicht mehr wirklich so schön sind. Woran liegt das? Nachlackierte Stellen sind meistens auch mit Hologramme bedeckt und haben auch einige andere Fehlstellen, die sich meistens auch bilden, wenn Sachen ausgasen. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter rum, gucken aufs Dach. Hier sehen wir auch, denke mal, die Frontscheibe wurde eingeklebt, fixiert an Klebebändern und die haben sich auch im Dach durchmarkiert. Hier müssen wir auch gucken, wie verhält sich Lackschichtdicke, zu dem Thema kommen wir gleich. Und gucken mal, was hier geht, nur poliertechnisch oder vielleicht sogar anschlifttechnisch. Ansonsten seht ihr, wir haben wirklich trotzdem im unteren Bereich viele Hologramme, viele Kratzspuren, viele Schleifspuren auch drin. Und da werden wir uns jetzt mal direkt widmen dem Thema. Wir suchen uns mal ein Bauteil aus, gehen direkt an den Kofferraum und ich zeige es euch mal, warum es wirklich so schwer ist, ja, nachlackierte Fahrzeuge aufzubereiten, zu detailen, zu polieren und Co. Ich würde sagen, wir setzen uns hinten direkt dran, schauen mal, fangt an, Lackschichtdicke zu messen. Ich habe es immer wieder gesagt, Lackschichtdicken sind nicht aussagekräftig. Schaut euch das Video dazu an, da erfahrt ihr dann alles im Detail dazu. Wir machen es trotzdem erstmal, um Vergleichmessungen zu holen. Wo messen wir natürlich als allererstes? Wir gucken, wo sind unsere Anschliffpunkte, die sich durchmarkiert haben und halten unser Messgerät einmal direkt drauf und können dann schon feststellen, okay, hier an den Stellen wurde am meisten geschliffen, also müsste ja eigentlich am wenigsten Lack drauf sein. Wenn wir aber den Kofferraum kreuzerquer jetzt mal durchmessen, stellen wir schon hier fest, dass es einfach nicht so ist. Und woran liegt das? Der Lackaufbau wird komplett gemessen. Also sprich, ihr wisst gar nicht, wo wurde gespachtelt, wo wurde mehr grundiert, wo ist vielleicht ein bisschen mehr Basisfarbe und. Und das ist schon der Ritt auf der Rasierklinge. So, was wir trotzdem machen können, wir gehen einmal in den Kofferraum rein, gucken im Innenbereich, okay, sehen, Mensch, der ist hier nur grundiert. Wir messen mal nur die Grundierungsstelle und sehen schon 70 μ. Und die Differenz zu manchen Stellen ist dann echt nicht mehr viel, zu 130 μ, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wie viel Grundierung wurde nochmal nachgetan, wie viel Basislack wurde nochmal nachgetan und wie viel Klarlack ist denn letztendlich drauf. Und der Klarlack ist unsere entscheidende Schicht. Informiert euren Kunden darüber, dass es wirklich passieren kann, dass ihr durchpoliert. Und hier in dem Fall ist es enorm wichtig, dass wir es nicht machen. Wie gehe ich jetzt also erstmal vor? Ich nehme mir erstmal eine Rotationsmaschine, nehme mir aber nicht so ein allzu hartes Pad, nehme eine Schleifpolitur und mache wirklich nur mal punktuell direkt an einer Anschliffstelle einen Testspot. Schau, ob es ausreicht oder nicht. Entfetten, ganz wichtig zwischendurch, entfettet eure Bauteile, um wirklich ein, ja, aussagekräftiges Ergebnis nachher zu haben, nicht dass irgendwelche Polieröle die Geschichten abdecken. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte ab. Hier stellen wir fest, okay, der Anschliff reicht. Also sprich, ich werde die komplette Kofferraumklappe einmal damit abziehen und dann zwischendurch immer mal wieder messen. Und hier ist das Messgerät ganz wichtig, weil wir haben immer Vergleichsmessungen unserer Ausgangspunkte, okay, und sehen, wie viel Klarlack nehmen wir denn eigentlich wirklich runter. Danach könnt ihr euch auch richten mit eurem Cut, wenn ihr schon seht, wir holen enorm viel Mühe runter mit nur, ja, 2-3 Kreuzgängen, dann geht eine Politurkörnung einfach nochmal runter und versucht, ob die dann ausreicht. Hier in dem Fall haben wir wirklich nicht allzu viel Mühe abgetragen, ziehen den Kofferraum einmal, wie gesagt, komplett rotativ ab, kontrollieren nochmal unser Ergebnis und da werdet ihr auch feststellen, Mensch, wir haben hier nochmal einen Punkt, da nochmal einen Punkt, da nochmal einen Punkt und dann geht da nochmal nach. Dann entfetten und dann die Hologramme nochmal exzentrisch rausholen, so machen wir es hier. Unseren Hochglanzgang entfetten den wieder und machen dann nochmal eine Endkontrolle mit der Lampe.
Hierzu nehme ich auch zwei verschiedene Lichtquellen. Einmal eine kaltweiße und einmal eine warmweiße Lichtquelle und kann so die Kratzer gut differenzieren. So werden wir uns am kompletten Fahrzeug jetzt durcharbeiten, wieder hinten. Ihr seht, es ist ziemlich zeitaufwendig, wir werden auch viel zwischendurch messen müssen und. Dann bekommt ihr hier noch eine Keramikbeschichtung oben drauf. Da prüft bitte auch die Materialverträglichkeit und auf jeden Fall fragt den Kunden, wie lange ist der Lack schon drauf, ob er ausgegast ist oder nicht. So viel dazu, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wir geben jetzt Vollgas, Freunde, und ich würde sagen, für euch ein bisschen Musik und danach sehen wir uns wieder und schauen mal, was aus dem SEC geworden ist. Ab geht's. Mit dem SEC und ich würde sagen, wir gucken uns noch mal kurz an, was draus geworden ist, und dann kommen wir auch schon fast zum Ende von unserem Video. Ab geht's. Jetzt habt ihr ihn schon einmal jetzt gerade genossen, deswegen gehen wir direkt mal mit der Lampe rein, und da, wo sich vorher hier Lackfehlstellen, Hologramme, Schleifspuren und sonstige Sachen im Lack wiedergespiegelt haben, haben wir hier ein sehr schönes Lackergebnis wieder hinbekommen. Finish sieht echt nahezu tadellos aus. Wir haben wenige tiefere Defekte drin, die hier sich noch irgendwo widerspiegeln, aber es sind wirklich wenige. Was hier natürlich echt tricky war, solche Sachen wie hier oben auf dem Dach, wo sich ja das Klebeband zum Beispiel eingefressen hat, und ringsherum diese ganzen angeschliffenen Stellen und hier, oder eigentlich auf beiden Seiten, direkt an der Kante war ein Lackläufer gewesen, den hat der Lackierer schon rausgenommen, aber der hat extreme Kratzspuren hinterlassen. Und die waren echt ein Ritt auf der Rasierklinge, gerade an Kanten zu cutten. Aber wir haben es gemacht, immer mal wieder messen, und dann haben wir hier, ich denke mal, insgesamt ein sehr stimmiges Ergebnis. Kofferraum, den haben wir ja sozusagen gemeinsam hier bearbeitet. Hier ist auch nichts mehr durchgekommen. Und die Keramik hat sich übrigens auch megamäßig verarbeiten lassen. Alles ohne Stress. Und das war es auch schon wieder von unserem Benz gewesen. Sehr schönes, aber auch ein sehr nervenzerreißendes Projekt. Definitiv für mich gewesen. Warum? Ich habe schon mehrfach gesagt, nachlackierte Fahrzeuge lassen sich einfach nirgendwo richtig einschätzen. Ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Ihr wisst nicht, was hat der Lacker schon vorher rumgeschliffen, wo hat er rumpoliert, wo hat er extrem gecuttet und wo nicht. Lackschichtigen messen ist einfach in meinen Augen absolut umsonst, mehr oder weniger. Teilweise hilft es euch ein bisschen, um einfach nochmal nachzumessen, was ihr selber runterholt, um vielleicht ein bisschen die Lackhärte noch zu ermitteln, aber insgesamt könnt ihr einfach nicht wissen, wie viel Klarlack ist hier noch auf dem Fahrzeug drauf. Deswegen mein Tipp nochmal, informiert den Kunden darüber. Es kann passieren, dass ihr irgendwo durchpoliert. Es ist kein Originallack, wo ihr einfach irgendwelche Richtwerte habt, wo ihr irgendwelche Einstiege messen könnt oder sonstiges. Hier heißt es wirklich, ein bisschen Lack verstehen, ein bisschen kontrolliert arbeiten und immer das Risiko im Hinterkopf behalten, hey, vielleicht gebe ich nicht alles, was ich so im Schrank an Petto habe, an Schleifmaterial. Vielleicht versuche ich es erstmal ein bisschen systematisch von hinten rauf aufzusatteln, das Fahrzeug fährt. Wie auch immer. Völlig egal, Freunde. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Falls Fragen sind, haut sie in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.